Dieser Film entstand im Februar und März 1976. Zu diesem Zeitpunkt sind in der Bundesrepublik über 2000 Bürger vom Berufsverbot betroffen. Einer davon ist Klaus Lips. Seinen Fall wollen wir darstellen. Nicht, weil er besonders schwerwiegend wäre, sondern weil er wie 100 andere ist. Wir wollen aber auch zeigen, wie einer sich wehrt, zusammen mit anderen und was er bisher erreicht hat. Klaus Lips ist 34 Jahre alt. Er ist verheiratet und wohnt bei Bühl, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg. Er ist seit 6 Jahren im Schuldienst und unterrichtet am Bühler Gymnasium die Fächer Französisch, Mathematik und Turnen. Fächer, die sicher kaum Gelegenheit geben, Schüler politisch zu indoktrinieren. Und man sollte meinen, dass die Behörden so einen Mann in Ruhe lassen, solange er ordentlich seinen Unterricht macht. Ich hatte Klaus Lips in Französisch und Sportunterricht und kann nur betonen, dass er ein sehr guter Lehrer war. Er hat uns gezeigt, dass der Französischunterricht sehr viel Spaß machen kann und hat es dennoch gründlich aufs Abitur vorbereitet. Er hat sich nicht nur mit den guten Schülern beschäftigt, sondern hat auch die etwas schlechteren ein sehr großes Stück in Französisch vorangebracht. Und er war einer der wenigen Lehrer, mit dem man offen über Probleme reden konnte. Klaus Lips ist in der VVN, Bund der Antifaschisten, er ist DKP-Mitglied und er ist im Kreisvorstand seiner Gewerkschaft GEW. Sein politisches Engagement begründet er mit den Erfahrungen seiner Studien- und Berufsjahre. Mein politisches Engagement begann wie bei vielen meiner Generation zur Zeit des Vietnamkriegs. Es kam dann die Große Koalition in Bonn. Die SPD schloss ein Bündnis mit der CDU, um die Notstandsgesetze in unserem Land durchzubringen. Ich wurde im Jahr 1970 Lehrer, da trat ich in die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ein. Als dann der Radikalenerlass kam, das fing in Hamburg an, der SPD-Senat fing damit an, da wurde mir klar, dass ich mich politisch in einer politischen Partei organisieren müsse. Ich trat dann in die DKP ein. Diese Partei ist meines Erachtens die einzige Partei, die sich konsequent an den Interessen der arbeitenden Menschen orientiert und die eine konsequente Politik gegen das Großkapital führt. Die ersten Schwierigkeiten wegen seiner Mitgliedschaft in der DKP bekam Klaus Lips im Frühjahr 1974 durch dieses Flugblatt. Er war damals Kandidat auf der Gewerkschaftsliste zu den Bezirkspersonalratswahlen. Der Konkurrenzverband der GEW, der Philologenverband, schlug in allen Gymnasien Baden-Württembergs dieses Flugblatt an, auf dem stand, dass Klaus Lips DKP-Mitglied sei. Damit sollten die Kollegen davon abgehalten werden, Gewerkschafter zu wählen. Das war wohl der Auftakt für mein Berufsverbot, denn damals war meine 3-jährige Probezeit als Studienassessor abgelaufen und ich habe mich beworben um die Ernennung zum Studienrat und damit zum Beamten auf Lebenszeit. Diese öffentliche Denunziation des Philologenverbands war eine direkte Aufforderung an die Landesregierung, mich zu entlassen. Und kurz vor Weihnachten 1974 bekam ich dann auch die erste Vorladung zur Anhörung beim Oberschulamt. Damit hatte ich natürlich seit dieser Flugblattgeschichte rechnen müssen, aber es hat mich dann doch als einen Schock getroffen. Ja, das war eigentlich fast die schlimmste Zeit. Fast ein Dreivierteljahr der Unsicherheit, in dem wir praktisch täglich auf einen Brief vom Oberschulamt warteten und uns nächtelang überlegten, wie es wohl weitergehen wird. Es war dann fast eine Erleichterung, als schließlich die Vorladung tatsächlich kam. Denn jetzt wusste Klaus schließlich, woran er war. Die Anhörungen verliefen formal korrekt. Ich konnte einen Gewerkschaftsvertreter mit in die Anhörung nehmen. Es wurde ein Protokoll angefertigt, in das ich auch Einsicht erhielt und das mir nach den Anhörungen auch zugesandt wurde. Bei der Anhörung sollte ich mich äußern zu den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes. Die waren allerdings zum Teil falsch. Waren Sie Mitglied des SDS in Freiburg und wenn ja, wie lange? Trifft es zu, dass Sie 1971 der DKP als Mitglied beigetreten sind und sich seither mehrfach als Referent in Parteiveranstaltungen der DKP betätigt haben? Haben Sie im Februar 1969 einen Aufruf zur Gründung der Aktion Demokratischer Fortschritt unterzeichnet? Zu diesen Fragen habe ich mich nicht geäußert, aus verfassungsrechtlichen Gründen. Das Oberschulamt hat kein Recht, mir solche Fragen zu stellen. Solche Fragen stehen im Widerspruch zum Grundgesetz und sie stehen im Widerspruch zu Urteilen höchster Gerichte der Bundesrepublik. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach festgestellt, dass niemand
vor dem Verbot einer Organisation durch das Bundesverfassungsgericht selber die Verfassungswidrigkeit einer solchen Organisation zum Nachteil eines Betroffenen rechtlich geltend machen könne. Identifizieren Sie sich insbesondere mit den verfassungswidrigen Programmsätzen der DKP, Sozialistische Revolution und Diktatur des Proletariats? Auch dazu habe ich mich nicht geäußert. Meines Erachtens hat das Oberschulamt nicht die Kompetenz zu entscheiden, welche politischen Forderungen verfassungswidrig sind und welche nicht. Diese Kompetenz hat nur das Bundesverfassungsgericht, entsprechend unserem Grundgesetz. Außerdem findet man nirgendwo in den politischen Programmatiken der DKP die Forderung nach der Diktatur des Proletariats. Das ist ganz einfach eine Unterstellung. Im Mai 1975, einige Wochen vor Ende des Schuljahres, erhielt ich dann meine Entlassung. Sie war begründet im Wesentlichen mit meiner Mitgliedschaft in der DKP. Ich habe gegen diese Entlassung Widerspruch beim Oberschulamt eingelegt. Der Widerspruch wurde in den großen Ferien abgelehnt und zugleich wurde meine Entlassung vollzogen. Damit stand ich auf der Straße. Welche Reaktionen hat nun die Entlassung bei den betroffenen Eltern ausgelöst? Also die Erfahrungen sind folgendermaßen, ich kenne Herrn Lips, seitdem meine älteste Tochter ihn als Lehrer hat und er ist als Pädagoge sehr beliebt und gilt auch als hervorragender Pädagoge und ich finde es fast schon eine Unverschämtheit, dass man ihn aus dem Schuldienst entlässt aufgrund seiner Zugehörigkeit zur DKP, denn schließlich ist die DKP eine demokratische Partei in unserem Sinne, in unserem Grundgesetz und das berechtigt sicherlich nicht dazu, ihn fristlos aus dem Schuldienst zu entlassen und ich bin so geschockt, dass ich einfach glaube, man muss diesem Mann helfen und versuchen mit allen Mitteln gegen dieses Unrecht anzugehen, um ihn wieder in den Schuldienst zu bringen. Meine Tochter war beim Herrn Lips in der Klasse und ich war sehr zufrieden damit. Ich habe die Unterrichtsmethoden von ihm unheimlich gut gefunden und politisch hat er sich also überhaupt nicht in der Klasse ausgelassen und ich finde es also einfach nicht gut, dass man einen Mann wegen seiner politischen Einstellung entlässt. Die Misere, unter der unsere Schüler zu leiden haben, Lehrermangel, zu große Klassen, verschärfte Auslese, wird noch dadurch verschlimmert, dass man ihnen fortschrittliche und demokratische Lehrer wegnimmt. Der gezeigte Fall ist nur einer von vielen. Bisher 2000 Berufsverbote, 850.000 Überprüfungen, 2 Millionen Bundesbürger, die in den Karteien des Verfassungsschutzes als verdächtig geführt werden. Berufsverbote sind nichts Neues. Sie haben eine Geschichte, und zwar eine Geschichte, aus der man lernen kann. Betrachten wir uns nur einmal die letzten 100 Jahre. 4-mal wurden Berufsverbote gegen Demokraten erlassen, 3-mal bisher wurden sie wieder aufgehoben. In Bismarcks Sozialistengesetz hieß es, dass bei sozialdemokratischen Bestrebungen in der Lehrerschaft unverzüglich Anzeige zu machen ist, damit sofort die gebührende Strafe eintreten kann. Im Dritten Reich hat man die Berufsverbote versteckt in einem Gesetz mit dem schönen Namen Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Dieses Gesetz steht am Anfang der schrecklichen Kette von Verfolgung, Verhaftung und Vernichtung. Verbot der Gewerkschaften und aller Parteien außer der Nazi-Partei. Diffamierung und Verfolgung der Juden, brutalste Ausbeutung und Massenvernichtung von Millionen Menschen in den Konzentrationslagern. Und der Versuch, ganz Europa zu unterjochen und auszuplündern. Das Ende ist bekannt. ...1945 versuchte man, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. 1949 trat unser Grundgesetz in Kraft. Alle Parteien, auch die kommunistische, hatten daran mitgewirkt. Es sollte die Verfassung für ein demokratisches, soziales und antifaschistisches Deutschland sein. In Artikel 3, Absatz 3 heißt es: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Und darin heißt es auch in Artikel 33 Absatz 2, jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. Solche Grundrechte stehen aber den Plänen der konservativen Kräfte im Weg.
denn mit Unterstützung der Westalliierten werden Zug um Zug die alten Macht- und Besitzverhältnisse wiederhergestellt. Um diese Politik der Restauration und der Remilitarisierung durchzusetzen, wird ein willfähriger, konservativer Beamtenapparat gebraucht. Dafür sorgte schon 1950 der sogenannte Adenauer Erlass. Darin werden schon wieder die Menschen und Organisationen verfolgt, die im Kampf gegen den Faschismus die größten Opfer gebracht haben. Zu den Organisationen, deren Unterstützung mit den Dienstpflichten unvereinbar ist, gehören insbesondere die Kommunistische Partei Deutschlands mit allen ihren Unterorganisationen, die Sozialdemokratische Aktion, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und weitere 10 Organisationen. Gegen Schuldige ist unnachsichtig, die sofortige Entfernung aus dem Bundesdienst herbeizuführen. 1956 wurde dann die KPD verboten. Wie kam es nun zu dem sogenannten radikalen Erlass von heute? Betrachten wir kurz die politische Situation Ende der 60er Jahre. 1967 erlebte die Bundesrepublik ihre erste umfassende Wirtschaftskrise. Hunderttausende von Arbeitern legten spontan die Arbeit nieder und demonstrierten für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze. Diese sogenannten wilden Streiks waren ein erstes Anzeichen dafür, dass die herrschenden Verhältnisse zunehmend in Frage gestellt wurden. Straßenschlachten waren die spektakulärsten Erscheinungen der Studentenrevolte. Im Mittelpunkt standen zunächst Fragen der Hochschulreform, dann aber immer stärker der Vietnamkrieg, die Unterdrückung und Ausbeutung in der Dritten Welt, die Notstandsgesetze und die Manipulation der Bevölkerung durch Pressekonzerne. Die akademische Jugend rebellierte erstmals gegen die herrschende Politik. Die Begegnung Brandt-Stoff markierte das Ende des Kalten Krieges und den Beginn einer realistischeren Außenpolitik. Diese Politik der Entspannung erschütterte allerdings das Feindbild von der kommunistischen Gefahr. Die Kalten Krieger, allen voran CDU und CSU, bekamen es mit der Angst zu tun. Das Verlangen nach demokratischen Reformen und sozialem Fortschritt bedrohte zunehmend ihre Machtpositionen. Deshalb griffen sie zu einem bewährten Mittel, die Einschränkung der demokratischen Rechte. Am 28. Januar 1972 fasste dann die Konferenz der Ministerpräsidenten unter Vorsitz von Willy Brandt den Beschluss über Radikale im öffentlichen Dienst. Die Einstellung in den öffentlichen Dienst setzt nach den genannten Bestimmungen voraus, dass der Bewerber die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Bei Hitler hieß es 1933 so: Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden. Man erklärte, das neue Berufsverbot soll vor linken und rechten Radikalen schützen. Wie sieht die Praxis aus? Claudia Eisinger, DKP, Berufsverbot. Volksschullehrer Steiner, NPD, im Dienst. Anne Lehnhardt, DKP, Berufsverbot. Oberstudienrat Deckert, NPD, im Dienst. Rüdiger Offergeld, SPD, Berufsverbot. Amtsrat Führer, NPD, im Dienst. Auf höchster Ebene ein ähnliches Bild. Filbinger, Marinerichter im Dritten Reich, heute Ministerpräsident. NS-Jurist Geiger, Bundesverfassungsrichter. NSDAP-Mitglied Schieß, heute Innenminister. Solche Leute erlassen, rechtfertigen und praktizieren Berufsverbote gegen angebliche Verfassungsfeinde. Besteht der Verdacht, dass ein Angehöriger des öffentlichen Dienstes gegen die Pflicht zur Verfassungstreue verstößt, unterrichtet seine Dienststelle das Innenministerium und prüft, ob ein Disziplinarverfahren oder außerordentliches Kündigungsverfahren einzuleiten ist. Mit solchen Erlassen betreiben Ex-Nazis und ihre Mitläufer wieder ihren Lieblingssport, die Hetzjagd auf Kommunisten, Sozialisten, Humanisten. Solche Herren sind die Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst. Ihre Gesinnungsgenossen sitzen überall. Unter dem Vorwand, die Verfassung zu schützen, machen sie sie kaputt. Vor der Einstellung eines Bewerbers in den öffentlichen Dienst haben die Einstellungsbehörden zunächst beim Innenministerium anzufragen, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die Einstellung begründen.
Die Voraussetzung dafür, dass so ein Erlass funktioniert, ist eine umfassende Bespitzelung und Gesinnungsschnüffelei. Davon sind nicht nur Lehrer und nicht nur Kommunisten betroffen. Mein Name ist Hans Kolb, ich komme aus Nürnberg, bin dort in der SPD Funktionär, habe meine erste Prüfung für das Volksschullehreramt bestanden und wurde von der bayerischen CSU-Regierung abgelehnt, weil ich bei studentischen Wahlen für den Sozialistischen Hochschulbund und für eine gewerkschaftliche Liste kandidiert habe. Die Forderungen, die auf dieser Liste vertreten wurden, waren identisch mit denen des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Bundesregierung. Und dies war für die bayerische CSU-Regierung Anlass für ein Berufsverbot. Meine Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren bei den Verwaltungsgerichten waren bisher erfolglos, sodass ich, da ich keine Arbeitslosenunterstützung bekomme, auf Spenden des Bürgerkomitees in Nürnberg angewiesen bin und auf Gelegenheitsarbeiten. 13 Jahre war ich Arbeiter in einem Reutlinger Großbetrieb, die letzten 7 Jahre Betriebsrat, mit den meisten Stimmen in den Betriebsrat gewählt. Besonders engagierte ich mich für unsere ausländischen Kollegen, die immerhin 53% der Belegschaft ausmachten. Weiterhin versuchte ich, gewerkschaftliche Zielvorstellung und das neue Betriebsverfassungsgesetz im Betrieb zu verwirklichen. Außerdem beriet ich Kriegsverweiger, war Ostermarschierer. Alles das machte mich verdächtig. Den Ausschlag für meine Entlassung gab dann meine Kandidatur für die DKP im Tübinger Stadtrat. Seit 22. November 1974 darf ich den Betrieb nicht mehr betreten. Berufsverbote sind nur ein Element einer verhängnisvollen Politik, deren Ziel es ist, durch Einschüchterung Untertanen und Mitläufer zu produzieren. So wie der Numerus Clausus und die Furcht, ständig überwacht und bespitzelt zu werden, erzeugen die Berufsverbote eine Atmosphäre der Existenzangst. Demokratisches Engagement wird zum persönlichen Wagnis. Dies trifft nicht nur für Schüler, Studenten und Lehrer zu. Die Auswirkungen der Berufsverbote müssen für die Dienste derzeit hauptsächlich Lehrer treffen. Habe die Tendenz, sich auszuweiten auf andere gesellschaftliche Bereiche, auch in Betriebe. Und es ist vorhersehbar, dass wenn das also mal einheitlich staatlich geregelt ist, das also durch ein Gesetz, dass dann die Unternehmer also nicht mehr scheuen, das auch gegen unliebsame Kollegen oder Betriebe anzuwenden. Wahrscheinlich hauptsächlich gegen Leute, die in der Politik nicht allzu passen. Und es gibt ja derzeit schon unzählige Fälle, wo Kollegen eingeschüchtert werden oder auch entlassen. Und es ist vorhersehbar, dass dann noch schärfer gegen diese Kollegen vorgehen. Und darum ist halt so einer unserer Aufgaben, oder auch, muss man sagen, einer Demokraten, gegen solche Tendenzen geschlossen vorzugehen. Demokraten, verteidigt eure Grundrechte, kämpft gegen das Berufsverbot. Was kann man denn nun konkret tun? Kommen wir auf unseren Bühler-Fall zurück. Meine Gewerkschaft hat mir Rechtsschutz gegeben und so habe ich gegen meine Entlassung geklagt vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Diese Klage läuft noch. Das Verwaltungsgericht hat allerdings im Oktober 1975 schon entschieden, dass ich vorläufig in den Schuldienst wieder eingestellt werden muss und seither bin ich an meiner Schule wieder tätig. Als Herr Lips entlassen wurde, erfuhr ich als Verbindungslehrerin der SMV, dass die Schüler vorhatten zu streiken. Herr Lips und ich haben ihn davon abgeraten. Daraufhin hat die SMV öffentlich in der Zeitung gegen die Entlassung protestiert. Die Reaktion des Kollegiums war zwiespältig. Nur etwa ein gutes Drittel der ca. 50 Kollegen war bereit, ihm zu bestätigen, dass er nach ihren Informationen als guter und qualifizierter Kollege bekannt sei. Ja, dazu muss man wissen, dass es einen sogenannten Einschüchterungserlass gibt beim Oberschulamt Karlsruhe. Dieser Erlass droht allen Lehrern, die sich mit vom Berufsverbot Betroffenen solidarisieren, damit, dass sie sich dem Verdacht aussetzen, sie würden die politischen Auffassungen der Betroffenen teilen. Und was das für Beamte bedeutet, das kann sich jeder selber ausrechnen. Ja, als Herr Lips wieder eingestellt wurde, unterschrieben 24 Kollegen in der Zeitung, allerdings ohne Namensnennung, dass sie Herrn Lips als ihren politischen Gegner betrachten und dass sie bedauerten, dass er an unserer Schule wieder beschäftigt sei. Ja, aber auf Initiative von SPD-Stadträten aus Baden-Baden erschien dann 2 Tage später eine Zeitungsannonce, unterzeichnet von 90 Persönlichkeiten, darunter Südwestfunk-Mitarbeiter,
und auch das CDU-Mitglied Franz Alt, der Reportmoderator, indem sie verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Entlassung von Klaus aussprechen. Mittlerweile ist dann auf Initiative der Gewerkschaftsjugend Bühl ein Arbeitskreis gegen die Berufsverbote entstanden, der aus folgenden Mitgliedern bestand: einmal Schüler, Kriegsdienstverweigerer, Lehrer, Lehrlinge, Betriebsräte, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, einmal die endgültige Einstellung von Klaus Lips in den Lehrberuf, zum anderen eine breite Information der Öffentlichkeit über die Berufsverbotspraxis und als drittes die endgültige Abschaffung der Berufsverbote in der BRD. Die Mitglieder des Bühler Arbeitskreises gegen die Berufsverbote treffen sich jede Woche. Während es zunächst um die Solidarität mit dem betroffenen Lehrer Klaus Lips ging, hat sich der Schwerpunkt der Arbeit inzwischen verlagert. Da die Presse, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Berufsverbote verschweigt, kommt es darauf an, selbst an die Öffentlichkeit zu treten. Okay, also ich würde sagen, wir fangen mal an. Als erstes also bringen wir wieder Neuigkeiten aus der Presse, wer was hat, liest vor. Dann hat der Klaus euch noch was Erfreuliches zu sagen. Als nächstes besprechen wir einen Infostand. Aber zuerst würde ich sagen, machen wir die Vorstandswahl. Die Lilo ist letztes Mal vorgestellt worden, ne, und vorgeschlagen worden. Sie ist, wie gesagt, seit 16 Jahren Betriebsratsvorsitzende im Elektrobetrieb, Mitglied der IG Metall und ansonsten parteilos. Ich würde sagen, also wir stimmen mal darüber ab, wer ist dafür, Hand hoch, also dass die Lilo den Vorsitz übernimmt. Okay, einstimmig, ne? Lilo, möchtest du noch da was dazu sagen? Ne? Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für euer Vertrauen. Ich nehme die Wahl der Vorsitzenden des Arbeitskreises gegen Berufsverbote an und ich möchte euch ganz kurz erklären, warum. Es geht hier nicht nur um Berufsverbote gegen DKP-Mitglieder, sondern von diesen Berufsverboten betroffen sind bereits SPD-Genossen, aktive Betriebsräte und überhaupt engagierte Demokraten. Also alles, was links von der CDU steht, ist bereits verdächtig. Was mich als Gewerkschafterin aber am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass man bereits Warnstreiks der IG Metall zur Lohnrunde durch die Kriminalpolizei überwacht. Dagegen wehre ich mich als Gewerkschafterin und Bürgerin. Ja, ich habe euch eine erfreuliche Nachricht. Wir haben ja im Herbst schon einen ersten Teilerfolg erzielt. Damals hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe entschieden, dass ich vorläufig weiter beschäftigt werden muss, dass ich also weiter unterrichten kann, und zwar so lange, bis über meine Klage gegen die Entlassung endgültig vor Gericht entschieden ist. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe die Gründe für seine damalige Entscheidung veröffentlicht, und die wichtigsten Gründe, die möchte ich euch schon mitteilen. Der Hauptgrund ist der, dass das Verwaltungsgericht erhebliche Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Entlassungsverfügung hat. Und zwar erstens zum Hauptentlassungsgrund zur Mitgliedschaft in der DKP stellt das Verwaltungsgericht fest: Das bloße Haben einer Überzeugung und die Mitteilung, dass man diese habe, ist keinesfalls eine Pflichtverletzung. Dasselbe gilt für die bloße Mitgliedschaft in einer verfassungsgerichtlich nicht verbotenen Partei und das Bekenntnis zu dieser Mitgliedschaft. Im Übrigen wird dem Antragsteller, also mir, ausdrücklich bescheinigt, dass er sich bisher im Unterricht nicht politisch betätigt oder versucht hat, Schüler in unzulässiger Weise einschlägig zu beeinflussen. Ein weiterer Grund zu meiner Entlassung, der allerdings erst nach der Entlassung geltend gemacht wurde, war die Unruhe, die entstanden war an der Schule, unter den Kollegen, unter den Eltern und Schülern. Das Gericht stellt fest, dass diese Unruhe nicht mir angelastet werden kann. Und das Gericht stellt weiter fest, dass diese Unruhe in der Natur der Sache liegt und im Übrigen in einem demokratischen Rechtsstaat ein völlig normaler Vorgang ist. Zumal der Radikalenerlass in der Öffentlichkeit nach wie vor umstritten ist. Und da meine ich, da liegt doch auch das Verdienst des Arbeitskreises und der anderen Arbeitskreise, der gesamten Öffentlichkeit, denn ohne die Arbeit dieser Arbeitskreise wäre der Radikalenerlass eben nicht mehr umstritten. Öffentlichkeitsarbeit ist nicht einfach. Das zeigt sich zum Beispiel bei dieser Veranstaltung der DFU zum Thema Berufsverbote.
30 Kilometer von Bühl entfernt in Rastatt, sprach Klaus Lips als Betroffener vor ganzen 5 Zuhörern. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde und liebe Kollegen, dass heute hier bei dieser Veranstaltung der Deutschen Friedensunion in Rastatt so wenige Teilnehmer sind, dass also das Interesse so gering ist, das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass ich hier in Rastatt, einer großen Stadt, einer Schulstadt auch, dass sich hier eben die Menschen noch nicht betroffen fühlen vom Berufsverbot und von der darin sichtbar werdenden Einschränkung der demokratischen Rechte in unserem Land. Die Betroffenheit und das geringe Interesse hängt aber ganz eng zusammen mit dem Stand der Information. Die Mitglieder des Bühler Arbeitskreises versuchen durch Flugblätter und Informationsstände eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen. Deswegen meine ich, dass der schlechte Besuch dieser Veranstaltung kein Grund zur Resignation sein kann, denn alle Erfahrungen, die bis jetzt gemacht worden sind in der Bewegung gegen die Berufsverbote, haben gezeigt, dass das Interesse selbstverständlich da größer ist, in den Städten größer ist, wo es einen konkreten Fall eines vom Berufsverbot Betroffenen gibt. Das heißt, wo eben Informationen da sind, wo die Menschen wissen, wie sieht so ein Berufsverbot konkret aus, wie sieht einer aus, der als angeblicher Verfassungsfeind aus dem Schuldienst zum Beispiel entlassen wird. In Bühl hat sich das gezeigt. In Bühl ist mit dem Stand der Information das Interesse in der Bevölkerung und in der Öffentlichkeit auch gewachsen. Es waren zunächst nur wenige, die sich interessiert haben für das Berufsverbot. Es waren nur wenige, die sich die Frage vorgelegt haben, inwiefern die Entlassung eines Lehrers etwas zu tun hat mit den Grundrechten, inwiefern das Berufsverbot verfassungswidrig ist. Zurzeit werden Unterschriften unter eine Protesterklärung gegen die Entlassung von Klaus Lips in ganz Baden-Württemberg gesammelt. Bisher haben über 1.800 Bürger unterschrieben. Halten Sie sowas für eine im demokratischen Staat für zulässig? Also ein Berufsverbot? Ein Berufsverbot, ja. An sich nicht, nein. Das ist ja im Grundgesetz, steht ja doch drin. Das ist ja, jeder, der freie Berufswahl hat. Das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Die sollen wir so weitermachen, werden sie sehen, was sie kriegen. Ne? Dann, die kriegen ja Wichser bis dahin aus. Das geht ja nicht, ne? Die Berufsverbote. Das ist doch eine Möglichkeit. Die sollen wir vor ihre eigenen Türe kehren. Da sind sie besser dran. Ich muss weiter, Dankeschön. Also die Veranstaltung heute Abend ist organisiert worden vom Arbeitskreis gegen Berufsverbote und soll zu einem Mal wieder Informationen sein, wie der Arbeitskreis also arbeitet. Zum anderen ist heute Abend also die Gelegenheit gegeben, die Parteien, die hier also im Wahlkreis kandidieren zur Landtagswahl, zu fragen über die Berufsverbote, das heißt, wie stellt es sich dazu? Eingeladen wurde also die SPD, die DFU, die CDU und die FDP. Man muss die Parteien dazu bringen, dass sie sich, so wie hier, im Wahlkampf mit der Kritik der informierten Bürger auseinandersetzen. Über 9000 Menschen demonstrierten am 13. März 1976 in Straßburg gegen die Berufsverbote in der Bundesrepublik. Gerade im Ausland betrachtet man die Gefahr für die Demokratie mit immer größerer Sorge. Denn in keinem europäischen Land, außer derzeit noch in Spanien, gibt es solche Maßnahmen. Viele Sprachen kennen auch keinen Namen dafür und müssen deshalb den deutschen Begriff Berufsverbot übernehmen. Ja, Victim de Berufsverbote, also drei Betroffene von Berufsverbote. Tout d'abord Sylvia Kingold, une autre de ses victimes. C'est également une dame, Ingrid Kurt, et une troisième victime du Berufsverbot, qui est notre ami Kolb.
Die Berufsverbote sollten Ruhe schaffen. Sie haben das Gegenteil bewirkt. In 4 Jahren ist aus der Bewegung gegen Berufsverbote eine politische Kraft geworden, die ständig stärker wird. Warum sollte sie keinen Erfolg haben?